Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum 205. Taz Talk, sozusagen als Nachklapp der Frankfurter Buchmesse. Begrüßen wir heute Marina Weißband und Elia Havemann. Hallo. Marina Weißband wird Ihnen bekannt sein als Politikerin der Piraten, auch wenn das schon eine gewisse Zeit her ist inzwischen, und als scharfzüngiger Gast in vielen deutschen Talkshows. Marina Weißband ist 1987 in Kiew in der Ukraine geboren worden. 1994 zog die Familie um nach Wuppertal, nach Deutschland. Frau Weißband ist Diplompsychologin, lebt in Münster und ist inzwischen auch Mitglied der Partei Die Grünen, Bündnis 90. Elia Havemann wurde 1975 als Felix Havemann und Sohn von Wolf Biermann und Sibylle Havemann geboren, ist aufgewachsen im deutsch-französischen Grenzgebiet und konvertierte 2009 zum Judentum, wanderte ein Jahr später nach Israel aus. Er lebt heute als moderner orthodoxer Jude mit seiner Familie in der Nähe von Tel Aviv und arbeitet als Produktmanager im israelischen Hightech-Sektor. Meine Damen und Herren, es geht heute nicht um die Piratenpartei, es geht auch nicht um die Grünen und es geht auch nicht um Koalitionsverhandlungen in Deutschland oder um das Internet als solches. Es geht um ein Buch, das heißt Frag uns doch. Frag uns doch ist erschienen im Fischer Verlag und die beiden haben es geschrieben. Und dieses Buch versucht, eine ganz einfache, ganz schwierige Frage zu beantworten. Was ist Jude? Wer ist ein Jude? Und was macht eigentlich einen Juden aus? Ein Punkt, wo ich glaube, da gibt es doch ein gewisses Unwissen in der deutschen, nicht-jüdischen Bevölkerung. Vorab, wenn Sie Fragen haben oder etwas loswerden wollen, dann melden Sie sich einfach unter tatztalk in einem Wort @taz.de oder entsprechend, wenn Sie auf den anderen Kanälen uns zuschauen, bei Facebook oder bei YouTube. Wir werden versuchen, Ihre Fragen am Ende dieses Livestreams auch zu beantworten. Dann fangen wir doch mal an, aber nicht ohne noch einen Hinweis darauf zu geben, wie das alles hier zustande kommt, nämlich dank tatzzahlich. Tatzzahlich, das System der Taz, wie sich die Taz digital finanziert, nämlich freiwillig. Bei uns gibt es keine Bezahlschranke. Sie müssen nicht erst Geld abdrücken, um dann was zu sehen oder zu hören oder zu schauen oder zu lesen, sondern Sie zahlen freiwillig oder eben auch nicht. Aber der Appell soll natürlich nicht vergessen werden. Es wäre sehr schön, wenn Sie freiwillig was zahlen würden. Frau Weißbrot, Sie sprechen. Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche, weil das passt auch irgendwie zu unserem Buch, weil wir haben das Ganze auch, natürlich ärgern wir uns nicht, dass wir damit Geld verdienen, aber das war auch nicht unsere Intention. Unsere Intention war eben tatsächlich, Informationen zu transportieren, genau wie die Taz. Insofern, ich unterstütze das, Taz zahle ich, finde ich gut. Danke schön. Hat denn die Fragen und Antworten sind ja zuerst erschienen, sozusagen als eine Art Podcast bei YouTube und bei Facebook. Als War Videoreihe, das genau. ein Zuschussgeschäft oder haben Sie da wenigstens ein bisschen Geld mitverdient? Überhaupt nicht. Also wir haben, es ist ja erst entstanden, weil ich einfach nur auf Twitter gefragt habe, mich hat dieses Menschen jüdischen Glaubens immer so genervt. Und also dieser Ausdruck, weil ich gedacht habe, was ist mit Juden, die keinen jüdischen Glauben haben? Also die zum Beispiel Atheisten sind, was mit denen? Sind die nicht schützenswert? Und ich wollte einfach nur noch mal aufklären darüber, dass sich Judentum nicht verhält wie Katholizismus. Also es ist nicht einfach eine Religion, die man neben allem anderen haben kann, sondern es ist anders. Und ich wollte ein Video darüber drehen, weil ich Videos zu verschiedensten Themen drehe. Und dann habe ich gefragt, wollt ihr noch irgendwas wissen? Gibt es irgendwelche Fragen, die ich nebenbei behandeln kann? Und dann haben mir die Leute 450 Fragen unter diesen Tweet gepackt. Und ich war total überfordert und dann kam diese geile, geile Zeit, wo verschiedene jüdische Menschen diese Fragen auch mit beantwortet haben und ich habe versucht, sie zu beantworten und Elia hat da auch mitgemacht und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich muss das ja irgendwie beantworten. Ich habe ein Video versprochen, also mache ich auch welche und zum Glück hat Elia mir angeboten, mir zu helfen, weil er einfach so viel mehr gerade über die vielen religiösen Fragen, die gestellt wurden, weiß. Und dann haben wir diese Videoreihe gemacht. Und die Videoreihe war absolut Zero Budget Production.
Wir haben es in unseren Wohnzimmern gemacht mit unserem eigenen Equipment und haben es einfach hochgeladen. Und Carol Kosmonaut war so nett und hat uns die Sachen geschnitten und untertitelt. Und das war Arbeit, deswegen habe ich um Spenden über PayPal gebeten und wir haben ihm die Spenden dann überwiesen. Aber im Wesentlichen war das ein Nullsummenspiel. Und die sind auch weiterhin online, die Videos. Frau Weißband, aber wie sind Sie auf die Idee dazu gekommen? Es muss Ihnen ja irgendwie bewusst geworden sein, zu einem bestimmten Zeitpunkt, die Leute haben keine Ahnung. Also sollen Sie doch mal Fragen stellen, oder wie war das? Wie gesagt, es war ja nicht geplant, dass ich eine ganze Fragenrunde mache. Akut war es dieses Menschen jüdischen Glaubens, das mir einfach wiederholt aufgefallen ist in der Debatte. Aber dass Menschen nicht so bewandert sind im Judentum, kriegt man mit, wenn man die Reaktionen auf, ich bin übrigens Jüdin oder ich war Schabbat in der Synagoge. Es gibt sehr, sehr viel sehr oberflächliches Wissen, aber ganz, ganz viele, also wirklich ganz grundlegende Sachen sind vielen Leuten nicht klar, was ja auch nicht schlimm ist. Wir haben nun mal Sachen, über die wir stolpern und andere Sachen nicht. Und Judentum wird in der Schule hauptsächlich über die Shoah abgewickelt oder im Religionsunterricht ist es das Aufzählen der Feiertage. Aber darüber hinaus lernen wir ja wenig und es gibt halt auch nicht so viele Jüdinnen und Juden, wo man das so nebenbei mitkriegen könnte. Das heißt, die Leute wissen größtenteils gar nicht, dass Judentum mehr als nur eine Religion ist. Ja, oder Lea? Nein, also ich kann das auch bestätigen, was Marina sagt. Wenn ich in Deutschland bin, ich wohne ja, wie gesagt, seit über 10 Jahren hier jetzt in Israel, aber komme regelmäßig zu Besuch. Und wenn ich Menschen treffe, zufällig zum ersten Mal, dann ist es regelmäßig die Reaktion: Oh, du bist der erste Jude, den ich getroffen habe im Leben. Und auch der erste, dem ich vielleicht irgendwas fragen kann. Und deswegen gibt es natürlich dann auch so wenig Möglichkeiten, sich zu informieren, außer halt übers Internet. Und da macht man das ja nicht, außer man wird von Marina höflich gefragt. Und wir haben so gesagt, wir sind dann die Mami und Daddy, zu denen man kommen kann, um alle seine Fragen rund um das Thema zu Wenn stellen. die Leute, Herr Havemann, sagen, oh, du bist der erste Jude, den ich kennengelernt habe, sind die Reaktionen dann häufig verdruckst? Oder wie reagieren die meisten Deutschen, die Sie da treffen? Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe das mal zusammengefasst. Ich war mal eine Woche lang in Düsseldorf und bin sehr, sehr viel Taxi gefahren. Weil ich für die Arbeit halt immer vom Hotel zum Kunden und so weiter hin und zurück fahren musste. Und die Taxifahrt hat immer so 10 Minuten, Viertelstunde gedauert. Und wenn die Taxifahrer sympathisch waren, habe ich mich unterhalten mit denen. Und hab dann, irgendwann kam dann die Frage, wo kommen Sie her? Und dann sage ich, oh, ich komme aus Israel. Und dann war immer so, oho. Und dann entspannten sich halt immer interessante Gespräche. Und das eine war, ich habe mich mit einem marokkanischen Taxifahrer unterhalten und ich habe erraten, dass er aus Marokko kommt aufgrund seines Akzents, was ihn sehr beeindruckt hat. Er hat mich gefragt, was er meint, wo er denn herkomme. Und dann hat er gesagt, ah, Israel, ich liebe ja die Juden, aber Israel, die haben uns die Juden geklaut. Wir wollen unsere Juden zurück. Okay? Und das war jetzt irgendwas, womit ich nicht so ganz gerechnet hatte. Aber es stimmt schon, in Marokko waren die Juden noch eine sehr angesehene Bevölkerungsgruppe, bevor sie halt dann doch gehen mussten. Und das andere Spektrum war halt so ein typischer Deutscher, wie man jetzt sagt, Bio-Deutscher, der mir dann einen Vorurteil über Juden nach dem anderen um die Ohren gehauen hat und gefragt hat, seid ihr nicht alle reich und alle schlau und so. Also, die Reaktionen sind, vor allem wenn es halt so ein Safe Space wie so ein Taxi ist, dann schon lustig. Also. Wie ist es Ihnen ergangen, Frau Weißband? Sie sind ja schon als Piratenpolitikerin ganz übel beschimpft und gehatet worden, weil bekannt wurde, dass Sie jüdisch sind. Das ist die eine Seite der Medaille. Gibt es auch eine gewisse Neugier, Ja, wenn sehr, Sie. sehr viel. Also ich bekomme mehr positive Reaktionen als negative insgesamt. Diese eine Frage, also diese eine Aussage, du bist die erste Jüdin, der ich begegne, ist wortwörtlich genauso. Ich glaube, die erleben sehr viele.
Und was ich aber auch sehr viel bekomme, ist so Philosemitismus. Also viele Leute, die mir Briefe schreiben und sagen, es ist so schön, dass Sie hier sind. Wir sind so froh, dass Sie hier sind. Und das ist eine für mich sehr, sehr seltsame Form der positiven Auseinandersetzung, weil sie nicht so richtig normal ist. Andere Leute würden keine Briefe bekommen, denen steht, es ist so schön, dass Sie hier sind. Und es hat ja halt auch was von, ich spreche mich hiermit frei von jeder Schuld. Wir haben es geschafft. Sie können ja jetzt hier sein. Jetzt ist ja auch dann gut mit dieser ganzen Shoah-Geschichte. Also das ist so ein bisschen, ich erlebe diese Leute als diejenigen, die am ehesten dann auch antisemitische Klischees hervorholen, aus ihrer Liebe zu Juden heraus, weil man liebt nicht einfach alle Juden. Das ist genauso Quatsch wie alle andere, jedem andere Menschengruppe zu lieben. Antisemiten hassen uns aus demselben Grund, warum Philosemiten uns lieben, nämlich weil wir Juden sind. Und natürlich ist Philosemitismus etwas, mit dem man irgendwie einfacher umgehen kann, wenn es einem im Alltag begegnet, aber nicht weniger unangenehm emotional. Kommen wir zurück zum Podcast respektive zum Buch, das jetzt beim Fischer Verlag erschienen ist. Ich zeige es dir nochmal rum. 450 Fragen sind gekommen, nachdem Sie Frau Weißmann über YouTube nachgefragt haben und über Facebook. Habt ihr Fragen zum Judentum? Was waren das für Fragen? Sind das simple Fragen oder komplizierte oder wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, Elia, ergänzt das bitte. Der Großteil waren simple Fragen und ich würde sagen, die meisten Fragen haben wir rund um das Thema Religion, religiöse Riten, Mitzvot bekommen. Aber die meisten wiederholten Fragen, also am häufigsten gefragt wurde nach dem ganzen Komplex, wer ist jüdisch, wie wird man jüdisch, wie wird man nicht mehr jüdisch? Ja, es gibt auch viele Menschen, die glauben, dass es überhaupt gar nicht möglich ist, zu konvertieren. Insofern ist natürlich meine Geschichte ein schönes Beispiel, dass es eben doch geht. Aber das ist etwas, was ich von allen möglichen Menschen schon oft gehört habe. Man kann doch gar nicht zum Judentum konvertieren. Aber sehr anstrengend war das dann schon, Herr Hafenmann, nehme ich mal an, oder? Ja, anstrengend schon. Wobei ich bin mal mit der Rebbitzin aus Hamburg zum Flughafen gefahren, um ihren Mann abzuholen vom Flughafen. Und dann sagte sie so unter uns, sag mal, Felix, ne, da war ich ja noch nicht Elia. Und ich bin übrigens immer noch Felix für meine Familie. Also als sie gesagt haben, als Felix geboren, ich bin immer noch Felix, sagte sie, Felix, das ist ganz schön schwer, oder? Ich meine, ist wirklich nicht einfach für dich. Und dann sagt ich zu ihr, naja, ich meine, aber so ist es doch, Jude zu sein. So lebt man doch danach weiter, wenn man es richtig macht. Also warum ist das schwer? Und wenn man halt so eine Konvertierung ernst nimmt, dann macht man das ja, um dort zu lernen, wie man danach als Jude lebt. Und das, was danach einfacher wird, ist nicht, dass man weniger streng ist mit den Regeln, wobei das viele auch so machen, sondern dass das Einhalten der Regeln viel natürlicher wird. Also inzwischen muss ich in der Küche nicht mehr drüber nachdenken, was ist jetzt irgendwie fleischig und was nicht. Und habe ich jetzt schon das oder jenes getan, sondern das funktioniert sehr automatisch. Und dadurch wird es leichter, aber ich mache genau dasselbe, was ich während der Konvertierung auch getan habe. Aber natürlich ist es deutlich schwerer, als wenn man jetzt Muslim oder Christ werden möchte. Da muss man es eigentlich nur sagen, dass man es gerne will. Bei den Christen kriegt man noch ein bisschen Wasser ins Gesicht. Das ist bei uns auch härter. Wir werden komplett nackig untergetaucht. Ja, das heißt, Taufe kommt von Teufeln und Teufeln ist das Untertauchen. Ne? Und bei uns muss man halt tatsächlich 3 Jahre lang zeigen, also manche schaffen das schneller, bei manchen dauert es länger. Es gibt Leute, die haben 10 Jahre konvertiert, dass man das tatsächlich will. Und man hat aber auch andersrum die Chance, dann am Schluss zu sagen, wenn man es geschafft hat, nee, will ich doch nicht. Und das ist dann eine informierte Entscheidung, weil wenn man anfängt mit dem Prozess, hat man ja überhaupt keine Ahnung. Das lernt man ja erst alles. Und vielleicht merkt man dann zwischendurch, ey, das ist alles Quatsch, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist nichts für mich, ich gehe wieder. Und Dankeschön. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn man das bei einem Muslim oder bei einem Christ macht, der einen versucht zu konvertieren und dann sagt man ja und dann sagt man, nee, ich habe doch keinen Bock. Kann ihm das vielleicht krumm genommen werden?
Es gibt in vielen Gemeinden allerdings die sehr vereinfachte Variante dessen für Leute wie mich. Mir fehlen zum Beispiel Dokumente von meiner Mutter. Das heißt, ich muss trotzdem eine Statusanerkennung machen, um auch von den orthodoxen Gemeinden akzeptiert zu werden. Und das ist dann, das ist etwas, das ich sehr, sehr mag, weil es so unglaublich viele Leute gibt, die jüdisch aufgewachsen sind, die aus jüdischen Familien kommen, aber die aus irgendwelchen Gründen nicht diesen Status haben oder den Status ihrer Mutter nicht nachweisen können. Und die können dann sozusagen vereinfacht eine Statusanerkennung machen. Ja, das Einfache ist wirklich hauptsächlich für Leute, die es nicht nachweisen können oder wo eben die Familie seit mehreren Generationen keine einzigen Riten mehr eingehalten hat. Ich bin ja von väterlicherseits auch Jude und mir wurde es nicht sonderlich leicht gemacht. Also ich wurde auch am Anfang zurückgewiesen und musste mit einem Freund zum Rabbiner kommen, damit er ein bisschen freundlicher ist zu mir und habe eben auch 3 Jahre gebraucht und strenge Fragen vom Rabbanut bekommen. Also. Aber Herr Hafenmann, Sie sind ja nun, Sie stammen aus einer Familie, aus einer deutschen Familie, die Ihr Judentum ja nun nicht gerade in den Mittelpunkt des Lebens gestellt hat, sondern eher, sagen wir mal, aus dem linken Politikspektrum kommt, wenn ich das so verkürzt sagen darf. Und Frau Weißband, Sie hatten jetzt gebürtig in der Ukraine, also in der Sowjetunion ja damals noch, nun auch keine große Verbindung von Ihrer Familie hier zum Judentum. Das war ja zum größten Teil, wenn ich es richtig verstanden habe, doch eher verschüttet. Man wusste zwar ja, irgendwas Jüdisches ist da, aber man hat wohl, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, keinen allzu großen Wert drauf gelegt. Sagen wir so, meine Familie hat kulturell, waren das schon, also sind es auch Juden, aber religiös nicht. Und die religiösen Sitten sind verschüttet gegangen in meinem Familienzweig. Wir haben auch einen in Israel, der das etwas ernster nimmt alles, aber das musste ich erst wieder finden und ich habe angefangen, ich glaube, ich war 17 oder 18, als ich mich auf diese Reise gemacht habe, das wieder zu finden und wieder diesen Anschluss zu suchen. Und ich glaube, die Tatsache, dass Elia und ich dieses Buch schreiben konnten, hat viel damit zu tun, dass wir selbst gelernt haben, dass wir selbst aktiv gelernt haben. Und das heißt, dass wir das von beiden Seiten kennen, sowohl die Außensicht als auch die Innensicht, sowohl das, was an den Geboten verwunderlich erscheinen kann, als auch den Sinn hinter ihnen. Und für mich ist es einfach, ich möchte Leute mitnehmen auf meine Lernreise. Ich bin ja keine Autorität in Sachen Judentum, aber ich bin vielleicht jemand, der das Ganze leicht verständlich verpacken kann und sagen kann, oh, ich habe hier etwas Spannendes gelernt, wollte ich es auch wissen? Und Elia Hafenmann war sozusagen der wissenschaftliche Berater, kann man das so sagen? Das ist eine Verkürzung, die ich nicht so sehen würde. Nein, Elia hat seine eigene Meinung zu allen Fragen und ich finde es wichtig, ein solches Buch niemals alleine zu schreiben, weil es einfach so viel Vielfalt gibt. Hätten wir eine dritte Person, dann hätten wir nochmal ein völlig anderes Verständnis von Judentum in diesem Buch gehabt. Aber mir war es einfach wichtig zu zeigen, es gibt nicht so die eine Wahrheit. Hatten Sie jetzt noch Berater mit an Bord, die Sie fragen konnten, wenn es zu was ganz Diffizilem kam? Oder haben Sie sich einfach mit Bekannten auseinandergesetzt und mal schnell angerufen oder eine E-Mail geschrieben? Wie ist denn das genau? Kannst du mir das erklären? Oder wie ist das Produkt dann am Ende zustande gekommen? Wir haben auf der einen Seite die Hilfe von Dr. Michael Blume gehabt. Allerdings kennt der sich mit dem Judentum selber nicht mehr aus als wir. Der kennt sich dafür sehr gut mit allen anderen Religionen aus. Mit anderen Worten, in dem Moment, wo es um Fragen ging, zum Verhältnis zwischen Judentum und anderen, war es mir wichtig, dass ich da keinen Blödsinn schreibe, dass ich keinen Blödsinn über das Christentum schreibe oder über den Islam oder andere Religionen. Und habe ihn halt gebeten, da ein besonderes Augenmerk drauf zu haben, um zu gucken, ob das alles in Ordnung ist. Und wenn es ums Judentum selbst geht, ich habe ja selber schon mal ein Buch darüber geschrieben und ich lerne jede Woche mit meinem Lernpartner, was Chavuta heißt. Ich gehe jeden Schabbat in die Synagoge und lese Tora. Also für mich ist das alles sehr präsent. Das heißt, das meiste konnte ich tatsächlich aus dem FF einfach so beantworten. Und als wir die Videos gemacht haben, haben wir die Antworten vorher uns so ein bisschen überlegt, damit wir uns nicht gegenseitig komplett überraschen. Aber grundsätzlich haben wir frei gesprochen, also frei beantwortet. Weil es geht auch nicht darum, wie Marina ja schon sagte, wir sind beides keine Autoritäten. Wir sind beides nur Leute, die ein bisschen mehr wissen als der Rest. Und unsere persönliche Perspektive darstellen wollten. Und
Insofern ist es auch kein Buch von einem Rabbiner, wo man danach hingehen kann, Herr Elia hat gesagt XYZ, deswegen ist das so, sondern da sollte man dann doch lieber den Rabbiner fragen, sondern für Elia ist das XYZ und das finde ich interessant. Ich habe allerdings ganz, ganz viele Bücher von Rabbinern und sehr gelehrten Personen verlinkt bei den jeweiligen Kapiteln zu den jeweiligen Themen, damit man weiterlesen kann. Das ist ja gerade das Faszinierende an Ihrem Buch oder das Spannende, dass es eben nicht der große wissenschaftliche Apparat ist, wo man am besten erstmal vorher drei andere Bücher liest, bevor man alles andere verstehen kann, wenn man nicht die entsprechende Vorbildung hat, sondern dass es ganz einfache Fragen und auch ganz einfache und logische Antworten sich ergeben, die nicht mit Fachchinesisch und Hebräischen Ausdrücken gesättigt daherkommen, damit der normale Leser denkt, oh Gott, ist das kompliziert und das Buch anschließend wieder zuklappt. Kommen wir nochmal zu den Fragen. Sie haben 80 Fragen ausgewählt von den 450 und haben die im Podcast und jetzt in diesem wunderbaren neuen Buch erschienen bei S. Fischer übrigens beantwortet. Was sind denn das für Fragen und was kommen da für Antworten raus? Ich greife mal eine raus, da müssen Sie sich jetzt wiederholen. Wie antworten Sie zum Beispiel auf die Frage, was einen Juden oder was eine Jüdin eigentlich ausmacht? Was ist jüdisch? Was ist eine Jüdin? Was ist ein Jude? Was wäre da Ihre Antwort, kurz gefasst? Ein Konglomerat von Identität, Kultur, Religion. Jetzt auch im Lichte der Debatte, wer ist eigentlich Jude, ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt eine Identität, also wie fühle ich mich? Es gibt einen halachischen Status, also wie erkennen die Orthodoxen an? Es gibt einen Status in liberalen Gemeinden. Es gibt einen rechtlichen Status. Die sind nicht notwendigerweise deckungsgleich, aber wir fassen es zusammen mit, es ist die Religion. Es ist eine Volksgemeinschaft, und es ist eine Schicksalsgemeinschaft. Ja, die Schicksalsgemeinschaft ist mir dabei das Wichtigste fast. Also, und das ist etwas, was man auf Ebenen spürt, die man im Positiven wie im Negativen, die man vielleicht nicht erwarten würde. Ich habe hier mich mit äthiopischen Juden angefreundet, die ja mit unserer Kultur wenig zu tun haben. Die sind mitten in Äthiopien aufgewachsen und haben ganz andere Sprache, ganz andere Lebensmittel, die sie essen, ganz andere Art und Weise, wie sie leben und haben auch eine andere Art und Weise, wie sie Judentum ausleben, weil sie die Feiertage, die nach der Zerstörung des Zweiten Tempels dazugekommen sind, gar nicht kennen, wie Chanukka zum Beispiel. Und wenn die hier in Israel leben, dann haben wir trotzdem irgendwie so ein verbindendes Gefühl der Schicksalsgemeinschaft. Und das ist spannend. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so eine große Familie. Also ich war beruflich in San Francisco und der Flieger, der von Tel Aviv nach San Francisco fliegt, der fliegt hier als letztes ab, so kurz bevor der Himmel geschlossen wird und kommt dann leider eine Stunde zu früh in San Francisco an und da muss man noch eine Stunde warten, bis dann der Flughafen endlich aufmacht. Und dann ist man so um 6:30 schon aus dem Flughafen raus und dann komme ich ins Hotel und mein Hotelzimmer ist natürlich erst ab 3 Uhr nachmittags frei. Und was macht man dann? Dann geht ein normaler Mensch irgendwie zu Starbucks, trinkt einen Kaffee nach dem anderen, um dort eben kostenloses Wi-Fi zu haben und einen Platz zum Sitzen. Und ich bin halt zum Chabad-Zentrum gelaufen und habe geklopft und habe gesagt, hallo, ich muss mein Morgengebet beten, habt ihr Platz für mich? Und der hat gesagt, you look Jewish, come on in. Und ich hatte sofort meine Familie dort und dort habe ich auch Schabbat verbracht und ich war gerade mal 1,5 Stunden da, da hat er mir den Schlüssel von dem Laden übergeben, hat gesagt, gleich kommt eine Lieferung, ich muss kurz weg, lass den mal rein. Und das geht halt über dieses Gefühl der Schicksalsgemeinschaft, der Familie und des Zusammengehörens. Was viele nichtjüdische Deutsche sich gar nicht vorstellen können, dass es eben auch einen katholischen Juden geben kann oder einen protestantischen Juden oder eben auch einen atheistischen Juden, also einen Juden, der nicht an die Religion unbedingt glaubt. Fernöstliche sind sehr beliebt hier in Israel auch. Vor allem von allen, die irgendwie aus dem Fernosten zurückkommen, dann bringen die teilweise ihre da Religion Buddhistische mit. Juden, Ja. ja. Gibt es und das ist dann sozusagen, dann ist man eben nicht Mensch jüdischen Glaubens, aber man ist trotzdem Jude. Und Elia hat es in dem Buch auch sehr schön gesagt, so wenn jemand nicht will, dass ich ihn Jude nenne, cool, dann nenne ich ihn nicht Jude, aber wenn ich ein Minyan brauche, also 10 Männer zum Gebet, dann zähle ich ihn trotzdem dazu.
Hier in Deutschland ist ja das Verständnis immer noch so, Frau Weißmann, Sie haben am Anfang auch gesagt, Menschen jüdischen Glaubens wird das gerne genannt. Oder auch der sogenannte jüdische Mitbürger wird hier gerne beschworen. Das Wort Jude kommt den Leuten seltsamerweise nicht so richtig über die Lippen. Finden Sie das richtig oder wie empfinden Sie diese seltsame Form? Ich finde das ganz falsch und ich finde, wir müssen Jude und Juden normalisieren. Es ist tatsächlich so, dass der Duden Verlag, glaube ich, herausgefunden hat, dass Jude das beliebteste Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen ist. Und ich möchte nicht, dass es ein Schimpfwort ist. Es ist auch kein Schimpfwort. Es ist unsere Selbstbezeichnung. Und nichts daran ist verwerflich, Juden zu sagen. Und ehrlich gesagt, mir ist es das Angenehmste, weil sonst eben solche Konstrukte herauskommen wie Menschen jüdischen Glaubens oder selbst, ehrlich gesagt, jüdische Menschen, weil ich finde es unnötig, mein Menschsein irgendwie nochmal extra hervorheben zu müssen. Man sagt ja auch nicht Münchener Mensch, man sagt Münchner, ja, oder... Na, und man muss dazu sagen, dass bei anderen marginalisierten Gruppen, deren Bezeichnungen, vor allem die äußerlichen Bezeichnungen, auch gerne als Schimpfwörter benutzt werden und häufig. Und das sind dann Worte wie das N-Wort, die man auf jeden Fall nicht reproduzieren sollte, sind Schimpfwörter. Und das wird dann von Deutschen gerne, die halt das richtig machen möchten, in einen Topf geworfen. Und Jude ist eben nicht das J-Wort. Jude ist einfach unsere Bezeichnung. Und das andere Menschen, die als Schimpfwort benutzen, ist etwas, was uns kalt lässt in dem Zusammenhang. Also nicht kalt im Sinne von, dass Leute Juden als Juden beschimpfen, aber es ist trotzdem weiterhin unsere Selbstbezeichnung und wir werden davon auch nicht abrücken. Viele nicht-jüdische Deutsche kennen Juden nur als Opfer des Holocaust. Nicht als normale, auch fröhliche Menschen, die einfach hier leben. Ob hier oder in Israel oder sonst woanders. Trägt das zu der Problematik bei, dass manche Deutsche so ein schiefes Bild vom Judentum haben? Also Menschen, die immer in schwarzen Anzügen mit Hut herumlaufen und furchtbar traurig gucken, dieses auch durch die elektronischen Medien verbreitete Bild des Jüdischseins als eines Trauerspiels. Das Gegenteil ist ja richtig. Also gerade zumindest in der Religionsausübung ist es ja, geht das ja viel fröhlicher zu als beispielsweise bei Katholiken oder Protestanten. Das ist so. Ich erinnere mich, als in Hamburg eine neue Tora-Rolle eingeweiht worden ist. Und eine Tora-Rolle einweihen ist eine riesengroße Party mit Straßenumzügen. Und die sind halt mit der Tora-Rolle durchs Grindelviertel gezogen und haben laut Musik gemacht und getanzt und auch Alkohol getrunken auf der Straße. Und danach habe ich einen Artikel darüber gelesen von einem katholischen Priester, der sagte, also ich möchte das gesamte Priesterseminar mal in die Schulung nach Hamburg schicken. Wie kann man Religion positiv und fröhlich feiern? Und unsere Religion wird sehr fröhlich gefeiert. Wir haben sehr fröhliche Feiertage, die einen Riesenspaß machen. Und selbst der Schabbat, der jede Woche vorkommt, ist kann eine Riesenparty sein. Wer Freitagabend mal an der Kotel in Jerusalem war, der erlebt eine einzige Party. Und ja, wir sind ein fröhliches Volk und wir haben fröhliche Feiertage. Wir haben auch ein paar traurige dazwischen. Aber grundsätzlich stimmt das. Wir sind eben nicht die Schwarz-Weiß-Juden aus den Holocaust-Dokumentationen. Ich glaube, dieses Jahr hat viel Gutes dafür getan, auch mal andere Bilder von Juden zu haben. Also jetzt 1700 Jahre jüdisches Leben. Ich habe gemerkt, die Medien haben auch stärker jetzt mal auch mit jungen Jüdinnen und Juden gesprochen. Und es ist mehr über den Alltag bekannt geworden. Ich hoffe, dass das ein Trend ist, der sich fortsetzt, weil selbst ich habe jetzt im Kontext meiner Schule, ich war an einem ganz normalen Wuppertaler Gymnasium, habe Juden wirklich nur im Kontext der Shoah kennengelernt. Und ich verstehe auch, wenn jemand, der mich ansieht und ich sage irgendwie, ich bin Jüdin, und dann kommt so ein Mitleid im Blick mit, weil das irgendwie so die einzigen Assoziationen sind, die man hat. Und das, ich meine, das alles ist da, ja, das alles läuft durch unsere Familien, die Erinnerungen sind da, klar, das ist nicht schön, aber wir haben einen Alltag, wir haben eine Zukunft, wir haben eine Normalität und wir sehen erstaunlich anderen Menschen erstaunlich ähnlich. Wissen Sie denn, Frage an Sie beide, was für Menschen das sind, die auf das Video gegangen sind, die sich das angeguckt haben? Also es war ja ein Riesenerfolg. Ich glaube, bis zu 16.000 Leute haben sich die Dinger angeguckt. Das ist ja wirklich sehr, sehr viel.
aber waren das eher junge oder alte Leute? Und wie waren die Reaktionen? Bekamen sie dann E-Mails oder Twitter-Nachrichten oder Ähnliches, wo sich die Leute bedankt, beschwert oder sonst was haben? Hauptsächlich sehr, sehr, sehr viel Dank. Ich kann keine Altersstatistik nennen, aber ich kann sagen, dass ich weiß, dass viele Schulklassen das geschaut haben. Und es haben auch viele Jugendliche selber geschaut. Ich musste ja noch extra einen sechsten Teil hinterher schießen, um Schülerfragen zu beantworten. Und also wirklich der überwiegende, erdrückende Teil des Feedbacks war positiv. Ich habe allerdings keine Statistik und es ist mir auch nicht so wichtig, wer das genau war, weil ich einfach nur will, dass Leute das sehen und dass sie was für sich mitnehmen und dass sie vielleicht noch mal bei anderen reinschauen und gucken, oh, so ein Material gibt es. Was sagen dann andere Jüdinnen und Juden vielleicht noch? Ja, wer online nicht existiert, findet nicht statt. Insofern ist es auch sehr wichtig, dass wir zwar die Fragen in eine Buchform gebracht haben, aber dass diese Videos natürlich weiterleben. Das war auch von Anfang an klar. Haben sich auch Judenhasser bei Ihnen gemeldet? Klar. Immer. Das Aber ist wie? Grundrauschen. Das ist Wie gehen Sie nicht. damit um? Haben Sie Leute dann angezeigt, wenn Sie entsprechende Sprüche ablassen oder also die tatsächlich strafbewehrt sind nach dem deutschen Strafrecht oder schlucken Sie das einfach runter oder wie machen Sie das? Ich ignoriere das ehrlich gesagt. Also ich lösche klar, wenn es strafrechtliche relevante Kommentare sind, ich lösche sie. Ich glaube, im Zusammenhang mit diesen Videos musste ich nichts zur Anzeige bringen. Aber ganz ehrlich, ich habe gar nicht genug Lebenszeit, um mich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Ich habe Besseres zu tun. Ja, und bei mir ist es so, ich bin Mann und weiß und groß. Ich kriege grundsätzlich weniger Hass ab als Frauen. Ist einfach so. Weil die meisten Menschen, die hassen, sind auch männlich. Es gibt auch Frauen, aber die meisten sind männlich und die haben irgendwie, vor allem wenn sie solche Gedanken haben, auch irgendwie einen falschen Respekt vor Männern. Und das kommt mir zugute. Ja, es gibt ja entsprechende Statistiken inzwischen, dass diese sogenannten Hate Speeches eben tatsächlich ganz besonders stark jüngere Frauen betreffen, dass die am furchtbarsten angemacht werden in den diversen sozialen Kanälen und dass Männer, selbst wenn sie genau dasselbe behaupten oder sagen, viel weniger Angriffsfläche offenbar bei dieser Art von Menschen bieten. Kann ich absolut bestätigen. Herr Havemann, Sie sind vor einem Jahr nach Israel ja ausgewandert. Inzwischen sind es, glaube ich, schon 10 Jahre her. Auch der Kinder wegen, wenn ich es richtig verstanden habe. Bitte dementieren Sie, wenn ich etwas Falsches sage. Nur sehr wenige deutsche Juden unternehmen ja den Schritt, nach Israel auszuwandern. War das eine Reaktion auf den Antisemitismus in Ihrer alten Heimat? Oder wollten Sie die Kinder davor beschützen, als etwas Exotisches aufzuwachsen? Oder was war die Ursache, der wichtigste Grund dafür, dass Sie nach Tel Aviv gegangen sind? Es war die Liebe für das Land. Und deswegen sage ich auch nicht, ich bin ausgewandert, sondern ich bin eingewandert. Eine Ich habe Aliyah. eine Aliyah gemacht, was ein Aufstieg bedeutet, und ich bin nach Israel eingewandert und nicht aus Deutschland ausgewandert. So viel Wichtigkeit gebe ich Deutschland nicht in diesem Zusammenhang. Und ich habe ja nicht mein ganzes Leben in Deutschland gelebt. Ich habe auch in Frankreich gelebt, wie Sie vorhin erwähnt haben. Und für mich ist die Aliyah nach Israel das Nachhausekommen gewesen. Und meine erste Erfahrung mit Israel habe ich gemacht, als ich 20 Jahre alt war. Da war ich hier im Kibbuz und habe hier als Volontär Teller gewaschen und Mangos gepflückt und ja, in der Küche gearbeitet und solche Dinge alles. Und habe mich damals zum ersten Mal zu Hause und akzeptiert gefühlt. Und das spielte natürlich eine Rolle, dass ich aus einer berühmten Familie komme. Und ich werde jetzt noch mit meinen über 40 Jahren als Sohn von Wolf Biermann vorgestellt, auch von Ihnen. Und hier interessiert das einfach keinen. Hier bin ich einfach nur ich. Und dass ich eine interessante Familiengeschichte habe, ist schön, weil hat hier jeder irgendwie leider. Aber das definiert mich nicht. Und das ist etwas, was mich sehr begeistert hat und halt meine Liebe für dieses Land entfacht hat. Und außerdem war ich hier, als Yitzhak Rabin erschossen worden ist, was er jetzt sich gerade gejährt hat. Und ich bin auf seine Beerdigung gegangen. Und ich war auf der Beerdigung mit Millionen von anderen Israelis und habe zum ersten Mal diese Schicksalsgemeinschaft live miterlebt zwischendrin. Und jetzt, wo ich davon erzähle, kriege ich Gänsehaut. Das war ein absoluter Gänsehautmoment für mich. Und
Und dieses Gefühl, dieses auch dieses positive Gefühl zu einer Nation, was ich vorher nie hatte, weil Deutschland war für mich ein böser Staat, entweder der ostdeutsche Staat, dessen Feind ich war, oder der westdeutsche Staat, der ja nicht so war, wie meine Familie sich das vorgestellt hat. Diese positive Verbindung zu einer Nation ist das erste Mal hier passiert für mich. Und deswegen hat sich da eine Liebe für das Land entwickelt. Und dazu kam dann, weil es mir in Deutschland doch sehr gut ging und ich in Deutschland auch meine Freunde und meine Arbeit und meine Familie hatte, bin ich halt nicht sofort weggerannt. Aber als es dann dazu kam, es ist jetzt so weit, dass ich eine Familie gründen möchte, dass ich Kinder haben möchte, das war mir immer klar. Da hat das natürlich eine Rolle gespielt. Da wollte ich nicht, dass meine Kinder in einem Umfeld aufwachsen, wo sie an Maschinengewehren vorbei in die Schule müssen, in den Kindergarten müssen, wo sie sich die Rechte als Jude erkämpfen müssen, ob sie jetzt Chanukka feiern dürfen oder Yom Kippur feiern dürfen oder nicht. Und eben die Sonderlinge sind, sondern hier ganz natürlich aufwachsen können. Und das war mir auch wichtig, also meine Familie hier zu gründen, in dem Land, das ich liebe, wo ich gerne leben möchte. Das heißt, Israel ist für Sie auch ein Stück Normalität einfach. Nun haben ja sehr viele nichtjüdischen Deutschen von Israel das Bild eines Landes, in dem eigentlich ständig furchtbare Anschläge passieren, in dem eine eher konservative Regierung an der Macht ist, in dem die Gefahren riesengroß sind. Ich habe selbst schon erlebt, dass Bekannte von mir, wenn ich nach Israel fliege, 10-mal darauf hinweisen, dass ich auch ja vorsichtig sein müsste, wenn ich dort ankäme, angesichts der vielen Terrortaten. Deswegen die Frage, ist die Familie nicht angesichts von Kriegen, die ja tatsächlich immer wieder geschehen müssen in diesem Land, angesichts von Terroranschlägen und Kriegen nicht stärker bedroht als in Deutschland durch den Antisemitismus? Nein, auf keinen Fall. Erstens ist es im Alltag natürlich gar nicht so schlimm. Zweitens funktioniert der Zivilschutz. Ich sitze gerade in einem Zimmer, was verstärkte Betonwände hat und Fensterläden aus dickem Stahl. Und wenn ein Raketenalarm losgeht, dann gehen wir hier mit der ganzen Familie rein. Hinter mir ist ein Sofa, wo wir so auch übernachten können zur Not. Auf den Straßen fühle ich mich auch sicher, weil es eben auch sel wirklich selten was passiert. Und das nächste kommt, dass ich mich hier auf eine Zivilcourage verlassen kann, die es in Deutschland nicht gibt. Das heißt, in Deutschland, wenn ich als Jude antisemitisch angegriffen werde, kann ich davon ausgehen, dass mir keiner hilft. Und wenn ich hier antisemitisch angegangen werde, kann ich davon ausgehen, dass mir jemand hilft. Und dieses Gefühl, nicht alleine gelassen zu sein, das ist es, was mir meine Sicherheit gibt. Nicht Statistiken, nicht Todeszahlen und so weiter. Ihr Und Buch, das um ist auch zurück. übrigens etwas, was in dem Buch, was wir im Buch quasi am Schluss fordern. Wenn ihr für Juden in Deutschland das Leben lebenswert machen wollt und sicher machen wollt, dann gebt ihnen das Gefühl, nicht alleine zu sein. Man kann nicht alle Antisemiten wegsperren und dann ist Antisemitismus weg. Das wird nicht funktionieren. Sondern man kann einfach nur als Mehrheitsgesellschaft, zeigen, wir sind da, wir stehen für euch ein und wenn was passiert, helfen wir euch. Mehr wollen wir gar nicht. Man kann nicht verhindern, dass man antisemitisch angegriffen wird. Man kann nur die Auswirkungen davon kontrollieren und weniger schlimm machen. Ihr Buch folgt ja dem aufklärerischen Impuls, also der Hoffnung, dass erstens die Menschen neugierig sind, das sind sie zweifellos, und zweitens, dass sie interessiert sind und dass sie auch drittens was lernen wollen. Das heißt, sie setzen schon noch Hoffnungen darin, dass sich auch die Gesellschaft weiter, die deutsche Gesellschaft in dem Fall, es ist ja ein Buch im Deutschen, dass sich die deutsche Gesellschaft weiterhin auch positiv verändern könnte und dass die Leute Vorurteile und Ressentiments und Nichtwissen ablegen können. Das lohnt sich auch, glauben Sie? Naja, ich habe gerade letztens mit jemandem darüber die Diskussion gehabt, wo ich sagte, was machen wir hier eigentlich? Ich meine, das hilft doch sowieso nichts. Was soll das alles? Und auf der anderen Seite, als Israeli sage ich, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Ne? Also, das ist ja unser Wahlspruch hier. Insofern, wir dürfen einfach nicht aufgeben. Wir können nicht aufgeben. Und es ist nun mal so, dass menschenfeindliche Einstellungen dann zurückgehen, sobald man mit Menschen konfrontiert wird,
die quasi die anderen sind. Das heißt, in Deutschland ist die meisten Rassisten leben dort, wo es die wenigsten Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Und eine Idee des Buches ist, dass man jetzt, weil es ja so wenig Juden gibt in Deutschland, sich zwei davon ins Bücherregal stellen kann. Man weiß, einerseits soll es ja wirklich ganz normal sein, als Jüdin oder Jude in Deutschland zu leben und eben nichts Besonderes. Und andererseits haben Sie zusammen mit Elia Havemann zusammen dieses Buch geschrieben, in dem es darum geht, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Also dann doch wieder etwas Nicht-Normales. Ist das ein Paradoxon? Lässt sich das auflösen? Ja, es ist ein Paradox der Sichtbarkeit, weil ich ja einerseits möchte, dass es selbstverständlich ist und keiner weiteren Beachtung würdig, in welcher Familie man geboren wurde oder auch welchem Glauben man nachgeht. Auf der anderen Seite, um diese Selbstverständlichkeit herzustellen, muss es dieses Wissen geben und müssen Vorurteile abgebaut werden und muss es eine Sichtbarkeit geben. Das heißt, für mich, ich wollte nie in die Lage kommen, als Jüdin gesetzt zu werden. Ja, ich bin für ganz, ganz andere Sachen bekannt. Ich brenne für ganz andere Sachen. Und es ist immer schwierig, in Deutschland ein Buch herauszubringen, wenn man danach nicht medial das Label weghaben will. Und ich möchte das Label nicht weghaben. Ich möchte Aufklärerin sein. Deswegen mag ich Ihre letzte Frage. Ich möchte Pädagogin sein. Und ein Teil, den ich pädagogisch bearbeite, ist sozusagen das Judentum. Und das kann ich aus einer Binnenperspektive, das kann ich aus der Perspektive einer Suchenden machen. Und ich muss für eine Weile, und das ist die Schicksalsgemeinschafthaftigkeit an uns, wir müssen für eine Weile aus dieser Selbstverständlichkeit raus und eigentlich selbstverständliche Dinge betonen und damit auftreten, in der Hoffnung, dass meine Tochter das dann zum Beispiel nicht mehr tun muss. Sie werben fürs Kennenlernen, für gegenseitigen Respekt und für Verständnis. Nun gibt es leider auch Deutsche, die Juden hassen, eingefleischte Antisemiten. Man weiß nicht, ob es 10% oder 20% sind, aber in etwa sind das die Kennzahlen, zumindest bei den Erwachsenen. Und das ist ja eine wirklich furchtbar erschreckend große Zahl. Kann man diese Menschen noch erreichen oder beeinflussen? Lassen die sich beeinflussen? Was soll man mit denen machen? Soll man sie? Das ist sicherlich nicht das Zielpublikum für das Buch, da bin ich mir ganz sicher. Es geht ja darum, dass Menschen zu erreichen, die tatsächlich neugierig sind, Fragen stellen und vorurteilsfrei sein sollen oder frei sein werden. Aber was macht man mit diesen 10% bis 20%? Soll man sie isolieren, nicht mehr mit ihnen sprechen? Das ist ja die große Ratlosigkeit, die seit Jahrzehnten keine richtige Antwort gefunden hat. Ja, ich glaube nicht, dass Sie von uns beiden jetzt eine bekommen werden. Also, doch, von mir schon. Und die, okay, Marina weiß alles, wie man es löst. Erstmal finde ich, dass das Buch so eine Art Impfung ist. Das heißt, wer das gelesen hat und sich damit auseinandergesetzt hat, wer dann mit antisemitischen Vorurteilen konfrontiert wird aus seiner Familie, aus seinem Freundeskreis, hat dann eine Chance, dagegen zu reden. Insofern ist es auch dann wertvoll, wenn die Antisemiten das nicht lesen, sondern jemand aus ihrem Umfeld. Und man muss daran glauben, dass Menschen sich ändern. Man muss daran glauben, dass Leute zur Einsicht kommen können. Aber man darf auf keinen Fall faschistische Meinungen als Meinung normalisieren und dann mit solchen Leuten diskutieren. Und das heißt, entweder sie wollen das lernen oder nicht. Und da kann man dann pädagogisch so oder so vorgehen, aber man darf nicht in die Falle tappen, dass man versucht, einen Kompromiss zu finden. Ja, toll, Elia. Jetzt hast du das Buch als Impfung dargestellt und jetzt wird es schon wieder ein Politikum. Das war extra. Danke. Ja, die ganzen Anti-Vaxxer, das passt auch, weil die ganzen Anti-Vaxxer sind zum großen Teil auch Antisemiten. Also das ist einfach, da ist eine Schnittmenge, die ist unglaublich. Und wenn ich auf diesen Demos diese gelben Judensterne, was ja keine Davidsterne sind, sondern Judensterne sehe, wo ungeimpft drin steht, dann wird mir körperlich schlecht. Und das ist leider bei diesen Leuten sehr verbreitet. Insofern habe ich gar kein Problem damit, unser Buch als Impfstoff zu bezeichnen. Hier ist meine Ansicht dazu. Also erstens, ich vermeide es absolut, mit Antisemiten über Juden zu diskutieren. Genauso wie ich es vermeide, mit Rassisten über Schwarze zu diskutieren. Denn das ist ja gar nicht der Punkt. Ja, diese Einstellungen sind irrational und ihnen kann mit rationalen Argumenten nicht begegnet werden.
Was nicht heißt, dass wenn ich so jemanden in meiner Familie habe, ich komplett den Kontakt abbrechen muss. Ich biete Nazis keine Bühne. Ich biete Rassisten keine Bühne. Ich gehe nicht mit ihnen in Talkshows. Ich suche mit ihnen keine öffentliche Auseinandersetzung, weil das nur zur Verbreitung ihrer kruden Thesen beiträgt. Wenn ich jemanden in der Familie habe, versuche ich nicht mit der Person über ihre Verschwörungstheorien oder ihren Rassismus zu diskutieren, sondern ich versuche zu fragen, wie geht es dir? Was sind deine Probleme? Wie kommst du klar mit der Pandemie zum Beispiel? Ich versuche den Kontakt auf persönlicher Ebene nicht abbrechen zu lassen. Und das ist wirklich nur, wenn es meine Familie ist, wenn ich überhaupt eine Chance habe, einen Draht zu dieser Person zu bekommen. Ich glaube nicht, dass die meisten Antisemiten Antisemiten sind, weil sie nicht wissen, dass Juden keine schlimmen Menschen sind. Das heißt, dieses Buch wird ihre Meinung auch nicht ändern. Ich glaube aber, dass die meisten Antisemiten Antisemiten sind, weil sie nicht wissen wollen, dass Juden keine schlimmen Menschen sind. Sie haben ein emotionales Bedürfnis danach, Juden als schlimm zu sehen oder sich einen Feind im Außen zu suchen. Die Funktion des Antisemitismus ist ja für ganz viele rein psychologisch, sich Komplexität zu erklären und zu reduzieren und irgendwie zu sagen, oh, ich habe keine Kontrolle über mein Leben. Irgendjemand muss sie ja haben. Und Globalisierung, Digitalisierung, Pandemie, Klimawandel, das ist alles so kompliziert und es wäre so viel leichter, wenn es eine Gruppe von Menschen gäbe, die das alles steuert. Weil dann fühle ich mich nicht ganz so ohnmächtig. Das heißt, mein Ansatz, gegen Antisemitismus vorzugehen, ist gar nicht über Jüdinnen und Juden zu reden, weil die spielen ja nur eine marginale Rolle in diesem Konstrukt, sondern zu reden über Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit aufzubauen. Und deswegen mache ich seit 7 Jahren ein Schülerbeteiligungsprojekt, das den SchülerInnen die Rolle vermittelt, du bist nicht Opfer deiner Gesellschaft, du bist nicht Konsument deiner Gesellschaft, sondern du bist ihr Gestalter. Du bist verantwortlich für dich und andere und du kannst deine Ideen und Visionen umsetzen und hier gebe ich dir Macht dazu. Und Menschen, die so aufgewachsen sind, haben eine sehr viel geringere Chance, Antisemiten zu werden, weil sie einfach gar nicht dieses Bedürfnis haben. Vielleicht bin ich hier selber schon in eine Falle getappt, indem ich jetzt mit Ihnen über das Thema überhaupt spreche. Denn da könnte man ja auf die Idee kommen, aha, es geht um Antisemitismus, dann fragen wir doch am besten die Juden, die kennen sich damit aus. Das ist natürlich vollkommener Schwachsinn, denn Antisemitismus ist ein Problem der Nicht-Juden und nicht ein Problem der Juden. Abgesehen davon, dass die Juden die Betroffenen sind, die von Antisemiten in welcher Form auch immer angegriffen werden, geht der Antisemitismus ja von der nicht-jüdischen, in diesem Fall deutschen Gesellschaft aus und nicht von der jüdischen. Aber trotzdem gelten dann Juden Meistens. als die Experten zum Thema. Es gibt auch jüdische Antisemiten, das muss man sagen. Das ist ja auch immer so ein schönes Argument. Ich bin Semit, also kann ich kein Antisemit sein. Das ist Quatsch. Aber ja, es stimmt, aber ich verzeihe Ihnen das sozusagen, dass Sie mit uns darüber reden, weil wir haben ja ein Buch geschrieben und da steht es auch drin. Und wir reden über das Buch. Genau. Insofern ist das alles okay. Und ich finde es schon okay, Juden zu fragen, irgendwie, wo begegnet euch denn überhaupt Antisemitismus oder welche Formen davon sind schlimm, was ist problematisch aus eurer Sicht, sozusagen, um die Expertise zu bekommen. Ich finde es aber nicht richtig, jedes Mal, wenn man Antisemitismus angehen will, auf Juden zurückzugreifen. Und das hatte ich auch schon. Ich war auf einer Schulleitertagung, wo ich gesprochen habe über Präventionsmaßnahmen und wie man Demokratie stärken kann. Und dann fragte mich ein Schulleiter, Frau Weißband, also das Demokratieprojekt, das Sie machen, klingt ja super, aber wir haben hier in der Nähe überhaupt keine Juden. Wo kriege ich denn einen Juden her, um ein Demokratieprojekt an meiner Schule zu machen? Und ja, dafür sind wir nicht da. Das ist nicht unsere Aufgabe. Nein, das ist ja auch für Marina und für mich ein bisschen komisch, weil wir sind keine Berufsjuden. Ich meine, wir haben ganz andere Berufe. Marina erzählt sehr viel darüber. Ich habe noch nicht so viel über meinen Beruf gesprochen. Ist auch nicht so spannend. Arbeite in einer Hightech-Firma. Wir bauen Firewalls und Security-Produkte. Und dafür ist Israel bekannt, ne, dass wir solche Dinge machen. Meine Arbeit hat mit Judentum so rein gar nichts zu tun. Wobei sich natürlich die Frage stellt, was bitteschön soll ein Berufsjude sein? Das ist ja auch wieder eine Imagination des Nicht-Juden, ja? Dass die Juden herumlaufen würden und die ganze Zeit nur von ihrem Judentum reden und nichts anderes im Kopf haben, als ihr Judentum zu besprechen und zu diskutieren und intern wie extern es in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen. Das kann natürlich bei manchen Leuten so sein, aber bei anderen ist es eben nicht so. Die Menschen sind halt verschieden. Na und vor allem wird uns auch gerne vorgeworfen, dass wir davon leben. Also nicht nur, dass wir davon reden, sondern dass wir davon leben. Ja. Und das auf Kosten der deutschen
Steuerzahler und dieses sogenannten Schuldkults. Und das ist natürlich auch Quatsch. Immer das zustande kommt. Ich meine, ich wünschte, ich könnte. Ja, ich warte noch immer auf meinen Scheck. Ich bin jetzt seit 11 Jahren konvertiert und habe immer noch keinen gekriegt. Das ist Schweinerei. Nichts kriegt man hier. Letzte Frage oder vorletzte Frage an Sie beide. Wie sind die Reaktionen jetzt insgesamt auf die YouTube-Reihe und auch auf das gerade erschienene Buch? Melden sich Schulen, melden sich Kinder, melden sich Schulklassen, Volkshochschulen? Wir gucken jetzt mal nicht nach diesen 5 oder 6 Antisemiten, die einen Senf dazu beigeben, das tun sie immer, sondern danach, was es für offene Fragen gibt. Sollen nochmal 80 Fragen beantwortet werden? Bisher wurden wir von Folgefragen soweit fast verschont, aber also im Entstehungsprozess des Buchs kam noch mal jede Menge dazu. Das heißt, das Buch ist reicher als die YouTube-Serie. Soweit war das Feedback einfach nur positiv bisher. Also einfach nur wirklich, wir haben wunderschöne Rezensionen bekommen von Leuten, die das ganz begeistert in einer Nacht durchgelesen haben. Auch übrigens über Twitter. Die Twitter-Buchrezension wurde geboren. Und ich mag die neuen Kommunikationswege, auf denen dieses Buch sowohl entstanden ist, als auch lebt. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr viel, oh, danke, dass ihr das so zusammengefasst habt und so habe ich das noch nie gehört. Und das ist präzise, was wir erreichen wollten. Und es ist so ein überwältigendes, positives Feedback, dass ich sagen muss, ich bemerke die antisemitischen Zuschriften, die, wie Ilia sagt, das ist Grundrauschen, aber das tritt extrem in den Hintergrund. Ja, ich glaube auch, dass die, die es gelesen haben, es erstmal verdauen und vielleicht kommen sie dann ja noch mit Fragen dazu, weil es ja doch viel Informationen, die man daraus ziehen kann. Was mir auch persönlich wichtig ist, dass man die Informationen daraus ziehen kann, aber nicht muss. Also es ist kein Buch, wo man danach sagen muss, ja, jetzt habe ich das gelesen, jetzt müsste ich ein Spezialist im Judentum sein, sondern nein, ich habe das Buch jetzt gelesen und jetzt habe ich in ein Fenster des Judentums hineingeschaut und habe das auf mich wirken lassen. Es ist kein akademisches Buch. Und das haben wir auch von Anfang an gesagt, dass wir das nicht machen wollen. Wer akademisch sich mit allen Fragen auseinandersetzen möchte, kann gerne auch auf Wikipedia gucken. Das englische Wikipedia ist übrigens, das deutsche ist unbrauchbar, aber ja, das englische Wikipedia zu jüdischen Feiertagen ist sehr gut, sehr genau und sehr ausgewogen. Da kann man sich informieren, da braucht man unser Buch nicht für. Aber auf diesen Wikipedia-Seiten erkennt man natürlich nicht die beiden Menschen, Marina und Elia, wie sie ihre Kerzen anzünden. Und vielleicht macht ihr euch die Mühe, die englischen Wikipedia-Seiten zu übersetzen für die deutsche Wikipedia. Das wäre nicht schlecht. Ein wertvoller Hinweis zum Schluss. Vielen, vielen Dank an Sie beide, an Marina Weismann und an Elia Havemann. Und vielen, vielen Dank auch an das Publikum. Meine Damen und Herren, Marina Weismann und Elia Havemann haben ein wirklich ganz bemerkenswertes Buch geschrieben. Es richtet sich an alle von uns. Es ist keine komplizierte Lektüre. Es kostet auch nicht viel. 18,50 € ist nun wirklich kein so hoher Preis. Man lernt was und man lernt selbst dann was, wenn man denkt, man wüsste schon alles. So ging es mir zumindest. Ich habe auch einiges gelernt, von dem ich das vorher nicht erfahren hatte. Und deswegen kann ich Ihnen Frag uns doch wirklich nur empfehlen. Ich weiß zwar nicht immer, was ich rede, aber in dem Fall weiß ich es dann doch. 190 Seiten, Fischer Verlag, 18 €, kaufen. Marina und Elia, vielen, vielen Dank für diese knappe Stunde, die wir zusammen diskutiert haben. Machen Sie es gut und nicht nur übers Judentum, auch sonst im Leben überhaupt. Viel Erfolg. Dankeschön. Ich danke. Sehr. Alles Gute. Tschüss.